1980, 1983. They don't see that in the book for technique, especially at 30 all. Ace for Sampras, they're on serve in the second, but Jared Palmer has taken the opening set. There's the best return of the match by Sampras. Not a lot on this serve. Sampras able to move forward and cut off. Diesmal hat er aufgepasst und geht in Führung. 5-4 und 2. Der vierte Fehler in Folge von Jared Palmer. Da hat er den zweiten Satz eigentlich nicht nur gut mitgespielt, sondern sogar leicht im 15. Und ein glattes Aufschlagspiel zur abermaligen 1:0 Führung. Im Moment läuft das Spiel so, wie man es sich eigentlich von Anfang an. Die Minen auf der Bank deutlich freundlicher gestimmt als noch vor einer halben Stunde. Da ist der dritte Satz und die 2:1 Führung für den Favoriten. Jetzt gelingt ihm aber alles, dem Pete Sampras. Und er weiß, jetzt gleich ein frühes Break im vierten Satz. Mit viel Glück nutzt sie Pete Sampras. Gleich wieder ein frühes Break. War das schon die Entscheidung, eine Vorentscheidung? Ich heran nach 0:40 Einstand. Eine weitere Breakmöglichkeit und die mit diesem Netzroller, der unerreichbar wurde. Der sich jetzt auch nicht mehr überraschen lässt von den Returns des Jared Palmer. Wunderbar.
lang gewartet mit dem Passierball. Zum zweiten Mal in Folge, der abwarten konnte, bis sich die erste Chance für ihn bot. Diese eiskalte. Einfach sieht das aus. Love 15. Und er schafft's in vier Sätzen. Probleme im ersten, kleine Probleme auch noch im zweiten. Dann aber das Break zum 6:4 und von da an lief es rund für Pete Sampras. Er hat jetzt zwei Tage Ruhepause und dann kommt es zum großen Aufeinandertreffen gegen den Neubriten Greg Rusedski. Ein Spiel, auf das man hier jetzt schon hinfiebert, und wir fiebern gleich aufs Studio mit Herbert Bug.